Was ist das denn? Oh. Da führt eine Blutspur aus dem Zimmer zur Treppe hin. Das habe ich mir notiert. Nimmt das denn kein Ende? Oh. Können wir da vielleicht rein? Die ist abgeschlossen. Können wir den? Der passt nicht in diese Tür. Mist. Ja, der wird's auch nicht sein, ne? Der scheint für einen Tresor gemacht zu sein. Ach so, Tresorschlüssel? Ich dachte Autoschlüssel oder sowas. Können wir vielleicht hier rein? Und dann über eine Zwischentür oder so? Nanu, Barbona ist gar nicht mehr hier. Ach ja, stimmt, das war ja Barbonas Zimmer, richtig. Warte, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Das Bild trägt den Titel Die gefallene Madonna mit den prallen Möpsen. Okay. Untersuchen. Hallo, hallo. Das scheint tatsächlich das Original zu sein. Auf dem Anhänger steht Jay Carrington. Auf dem Anhänger steht Bill Carrington. Offensichtlich hatte man Mutter und Tochter in diesem Doppelzimmer untergebracht. Es sieht ziemlich neu aus. Sieht recht abgenutzt aus. Er ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Mist. Das werde ich nicht öffnen können. Und der hier? Das ist ein... Ah, okay. Schade. Nun gut, können wir da vielleicht am Schrank was machen? Nein. Na gut, dann machen wir mal hier mal die Tür auf und gucken mal, ob wir rüberkommen. Oh je, hier hat diese Blutspur also ihren Ursprung. Von wem ist das jetzt das Zimmer? Das ist die Frage. Weiblich, blond, nackt. Was für eine Überraschung. Möglicherweise haben Blonde tatsächlich mehr Spaß. Das ist ein Album, kleine Bilder. Die zwei Personen auf den Bildern scheinen die Eltern von Gordon zu sein. Also ist das Gordons Zimmer. Sie sehen noch recht jung darauf aus. Eine dicke Staubschicht liegt auf dem Rahmen. Die stehen wohl schon viele Jahre an diesem Platz. Hey, öffne Schrank. Da ist nichts drin. Okay, na gut, na gut. Ein ganz gewöhnlicher Schrank. Der scheint nicht oft benutzt zu werden. Nur ein paar Spinnweben. Die Gäste hatten hier wohl keinen längeren Aufenthalt geplant. Das ist dieses Familienalbum. Und es ist mit Blut beschmiert. Ist aber nicht gut. Was ist denn hier passiert? Sieht so
aus, als habe jemand eine Linie zwischen den beiden Fotos gezogen. Eine Linie aus Blut. Ach, soll das bedeuten, dass die beiden miteinander verwandt sind? Babona ist erst durch Adoption in die Familie Edgeware gekommen. Der kürzlich verstorbene Hausherr und der Grund, warum all diese Leute heute hergekommen sind. Es scheint so, als wollte hier jemand einen Hinweis hinterlassen. Irgendetwas zwischen Babona und Reginald Edgeware. Soll sie etwa alles erben? Oder hat es eine andere Bedeutung? Ja, sieht fast so aus, als würde man uns sagen, dass die verwandt sind, ne? Aber dann verstehe ich das mit der Adoption nicht so richtig. Ah. Auf dem Anhänger steht Gordon Edgeware. Ja. An dem Koffer ist gar kein Schloss dran. Oh, das ist aber gut. Dann machen wir den mal auf. Das ist nicht mein Koffer. Aber nach all diesen Morden sollte das mein geringstes Problem sein. Richtig. Und nu? Da sind verschiedene Kleidungsstücke drin. Da ist eine Taschenlampe unter den Klamotten. Die können wir gebrauchen. Sonst ist nichts Interessantes drin. Braucht bestimmt eine Batterie, oder? Eine ganz normale Taschenlampe. Ohne Batterie. War ja klar. Ja, aber wir haben ja eine. Dürfte nicht das Problem sein. Das machen wir. Ein Glück braucht die nur eine Batterie. Die Tür ist immer noch verschlossen. Ach ja, stimmt. Richtig, sind wir hier rüber rein, dann müssen wir darüber auch wieder raus. So, warte mal, in dem Raum waren wir, da waren wir. Ja, dann waren wir hier eigentlich überall. Wir brauchen ja noch die Tür zu diesem Schlüssel hier. Und da bleibt jetzt im Moment. Ach, die Blutspur führt auch dahin. Guck mal. Benutze. Der passt ins Schloss. Dann mal los. Nanu, die Blutspur führt zu diesem Aktenschrank hin. Das ist seltsam, ja. Das scheint ein Geheimgang zu sein, muss ja. Ich frage mich, ob das immer dieselbe Frau auf diesen Bildern ist. Ich bin zwar kein Kunstexperte, aber dieses Bild scheint nicht sehr alt zu sein. Charles, die Pflanze. Oh, süß. In diesem Haus hätte ich mit einem größeren Tresor gerechnet. Und damit, dass er besser versteckt sein würde. Ja, wenigstens hinter einem Bild, ne? Er ist offen. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist ein Stück Papier drin. Das ist das Testament. Schauen wir mal rein. Das ist das Testament von Sir Reginald Edgeware. Die einzigen Personen, die einen nennenswerten Betrag erben sollten, sind die Familienmitglieder. Nanu? Auf der Rückseite ist etwas hingekritzelt worden.
aber es ist winzig klein geschrieben. Na, kann man vielleicht die Brille, weil die so stark war? Gute Idee. Jetzt kann ich die winzige Schrift entziffern. Da steht Mitte, links, rechts. Okay, das wird wohl irgendein wichtiger Code sein. Drei schmale Aktenschränke. Die Schubladen sind von A bis Z durchnummeriert. Ich denke, der Inhalt dieser Schubladen wird nicht wichtig sein. In der Vase ist weiter nichts drin. Eine alte, oft benutzte Maschine. Die gehört in ein Museum. Das Farbband scheint erst kürzlich ausgetauscht worden zu sein. Hm? Knopf? Ah. Okay, warte mal. Mitte, links, rechts, ja? Mal sehen. Da scheint nichts bewirkt zu haben. Vielleicht muss man vorher noch was anderes machen? Aber was?